Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen American Truck Simulator Video. Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute, ja, werde ich höchstwahrscheinlich 118.000 einfahren für den Mac Anthem, glaube ich zumindest. Wobei, ich sollte das nicht zu früh sagen. Ich habe keine Ahnung, ob das denn wirklich so ist. Wir schauen mal, was die Auftragslage von den schnellen Aufträgen so sagt, was so das Beste ist. 17.000 für einen Holzstapler von Clovis nach Pueblo. 17.000, nicht schlecht, nicht schlecht. 395 Meilen. Ja, es ist zwar draußen noch relativ frisch. So, naja, gut, eine Mischung aus. Ich glaube, wir haben jetzt gerade 3 Grad plus draußen. Nächtliche Temperaturen von minus 13 Grad und die Sonne scheint. Also, ich merke langsam wieder, es wird Zeit, etwas früher aufzunehmen. Wobei es so 14.10 Uhr ist. Die Sonne kommt aber schon gerade rum. Das ist schon wiederum ein bisschen belastend. 119.000 Pfund von Union Pacific mit einem Peterbilt 389. 625 PS stark, 18 Gänge. Ja, nach John Deere in Pueblo. Knapp 7 Stunden Fahrt, knapp 400 Meilen. Ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Okay, man sieht da einfach überhaupt nichts. Also mit überhaupt nichts meine ich komplett gar nichts. Ich sehe hier nichts. Also ich muss auf Streamlabs OBS spielen. Deswegen tappe ich nochmal kurz raus und ziehe mir das so groß es geht. Okay, das hat so viel geholfen, dass es ist der Wahnsinn. So, Audio ist als auch verschwunden. Ja, das muss so passen. Gut, dann könnt ihr mich zumindest in diesem Video... Ich gehe mal eben zur Tür. Ich bin ja gerade noch überlegen, ob ich eventuell... Ob ich eventuell sogar noch den Monitor herstelle. Bei solchen dämlichen Nachtfahrten. Ey, ich sehe halt nichts. Das ist halt. Kontrast und Brightness. Kontrast hochballern auch auf 100%. Ja, der Unterschied ist so krass. Ich merke ihn kaum. Das einzige Problem ist, ich will jetzt auch Streamlabs OBS nicht weiter verschieben und verzerren. Weil ich ansonsten nicht mehr weiß, wie es vorher war. Hä? So, gegen 5 Uhr sollte ich dort sein. Da bin ich mal gespannt. Vor allem, es ist einfach doppeltes Blindfahren. Es ist Blindfahren, weil ich nichts sehe wegen der dämlichen Sonne. Und das ist Blindfahren, weil es Nacht ist und ich nicht sehe, wo der Trailer ist. Also, und wenn dann wieder Gegenverkehr kommt, dann ist es natürlich wieder umso schöner. Muss auf jeden Fall dran denken, dann hier gleich danach. Also, wenn ich aufgehört habe aufzunehmen, ich werde wahrscheinlich jetzt ein paar Folgen am Stück aufnehmen. Zumindest ist der grobe Plan. Ich weiß ja nicht, ob in die Sonne noch mehr rumkommt und mehr rumballert, dann vielleicht doch nicht, weil es dann weniger Sinn ergibt. Scheint nicht zu kommen. Okay, das ist eine zweispurige Straße, okay, sehr schön. Sollte ich ungefähr genügend ausgeholt haben. Es ist gerade wirklich ein richtiges Raten. Raten, wo ich bin, raten, wo die Straße ist, raten, wo die Ladung ist. Mal einfach nebenbei kurz, ob sich das vielleicht auch mal verbessert. Get ready to turn left. Eventuell, ich muss mal kurz dann noch mal gucken. Turn left.
den Radar. Heißt, in der nächsten Folge habe ich dann ja genügend Geld, um... um mir den Mac Anthem zu besorgen. Oh Gott. Also wenn ich jetzt in, wenn ich diese Tour ohne Schäden oder ohne Unfälle absolviere, dann klopfe ich mir selbst mal wieder auf die Schulter. Immerhin sehe ich jetzt aktuell zumindest ein bisschen, also ich sehe das, ich sehe im Grunde genommen das, was im Lichtpegel ist. Und halt gerade kurz die Rücklichter habe ich gerade gesehen und halt die Schilder, aber das war es größtenteils auch. Diese Neuerungen bei den Apps, ich war schon scheinbar so lange nicht mehr dabei. Okay, geil. Es bleibt jetzt einfach mal, wenn das so weiterläuft in der Geschwindigkeit, gefühlt 30 Stunden Wolken los. Also hoffe ich auf darauf, dass die Fahrten nach dieser Folge alle am Tag sind, weil ansonsten wird das sehr anstrengend für die Augen und sehr ermüdend. Das stelle ich schon mal fest. Mal ermüden, dass vielleicht sowieso einfach allgemein auch schon wird. Einfach weil es so ist, wie es ist hier gerade. Bei den Bedingungen. Ich hoffe ja mal, dass es mit dem, dass das jetzt nicht wieder so rumbackt mit den Zügen, dass da irgendwie ein Zug einfach mal, ja, ist einfach Waggon stehen und so weiter und so fort, sondern ich hoffe mal, dass es läuft. Werde ich wahrscheinlich bei dieser Tour nicht so viel sagen können. Ich bin gerade überlegen, habe ich das in den letzten Folgen immer so gemacht, dass ich das Navi anhatte oder nicht? Aber es ist over, ich glaube nämlich nicht. Aber ich bin mir unsicher. Kann auch sein, dass ich es sonst anhatte und jetzt einfach mal ausgemacht habe. Da sind die 55. Die haben jetzt 35, glaube ich. Ich muss mal das umstellen, dass ich dann das sehe, wie schnell ich fahre. Okay. Perfekt. Das ist echt unangenehm mal wieder. Oh Mensch, stay right. Okay, es hat nichts gerumpelt, das heißt, ich bin rumgekommen. Boah, es ist echt brutal. Dann fängt also jetzt schon wieder die Jahreszeit an. Obwohl wir noch mitten im Winter quasi sind, noch nicht immer im Frühling. Also ich eigentlich jetzt schon wieder täglich, aber wenn ich aufnehmen möchte, sowas wie ETS 2 oder wie ATS und Vergleichbares, wo ich halt dann doch schon eher darauf konzentriert sein muss und das nicht auf einem anderen Bildschirm ziehen kann, dass ich dann auf den Wetterbericht achten muss und dann mich daran orientieren muss, wann ich was aufnehme. Das ist ja wieder toll, dass es wieder so früh anfängt. Vielleicht ist auch einfach nur so eine Phase, wobei ich meine, die nächsten Tage werden allgemein so, also
weil ich allgemein, was das betrifft, viel Spaß haben. Ich muss mir überlegen, wie das dann. Ich weiß gerade gar nicht mehr, ob ich SV auf der rechten Seite. Vor allem das Lustige ist, angeblich soll es jetzt noch bis 17 Uhr bewölkt sein, also in den nächsten 2,5 Stunden. Aber es ist einfach mal komplett wolkenfrei. Die nächsten Tage wären genauso scheiße zum Aufnehmen. Okay, das heißt eigentlich, das heißt jetzt, ich muss meine Aufnahmetage vom Wochenende einfach mal komplett verschieben auf die Woche. Das ist ja toll. Ich habe bestimmt einen Retarder wahrscheinlich sogar drin, ne? Den könnte ich eigentlich auch mal betätigen. Jetzt wäre jetzt wieder hier, die Strecke kennen wir mittlerweile schon. Jetzt wahrscheinlich geradeaus weiter, ne? Also geradeaus weiter würden wir eigentlich jetzt fahren. Und ich würde fast sagen, am optimalsten wäre es dann einfach geradeaus weiterzufahren. Oder halt jetzt hier schon rauf. Ich glaube, ich fahre hier schon rauf. Oh Gott, ich sehe nichts. Meine Augen. Ich wünsche mir bei den nächsten beiden Touren Tagesfahrt. Ansonsten kann ich es echt vergessen. Ansonsten. Habe ich hier sogar nicht wirklich Auftrag gesehen hier. Okay, wir haben heute, oh Gott, Samstag und Sonntag sogar 2 Sonnenstunden mehr. Das ist ja, das ist toll. Das ist ja toll. Montag soll es wieder schneien, nur 1 bis 2 Zentimeter, also nicht der Rede wert. Nach wird es wieder wärmer, okay. Ja, dann gebe ich mir wieder weiter Gas. Eieiei. Ja gut, also wie gesagt, die nächste Tour, wir kommen ja gegen 6 Uhr morgens sind wir da. Das heißt, dann kaufen wir uns in der nächsten Folge den Mac Anthem, dann haben wir eine Tagesfahrt, dann behaupte ich jetzt mal, dann müsste ich halt auf alle Fälle nach der Tour mit dem ersten, mit dem Mac müsste ich pennen und dann hätten wir danach entweder wieder eine Nachtfahrt oder eine Tagesfahrt, die zur Nachtfahrt wird, oder eine Nachtfahrt, die zum Tag wird. Aber ich glaube dann eher eine Nachtfahrt. Also ich würde sagen Tagfahrt, Nachtfahrt. Die nächsten beiden Videos. Muss ich mal schauen, ob ich denke, jetzt mich fröhlich noch weiter aufnehme oder ob ich dann sage, okay, ich lasse das dann doch erstmal sein und nehme diese Woche dann gar nicht mehr auf. Was halt auch unpraktisch wäre, aber kann ich halt länger nicht ändern. Oder ich muss es halt vor 13 Uhr machen, also ist es genauso unwahrscheinlich. Oh. Echt hier lang? Tatsache. Okay, dann geht's hoch Richtung Colorado. Get ready to turn right. Wo ist hier das Ende? Da ist der Stoppschild, okay.
steht niemand mehr. Ja, aber ich merke schon, ich glaube, ich kann hier auch nicht weiter aufnehmen, weil das einfach zu sehr auf die Augen geht hier mit den, mit der Sonneneinstrahlung. Also muss ich mir überlegen, klappt das denn dann überhaupt noch? Nee, ich muss noch was aufnehmen. Muss ich mich dann gleich nochmal hier durchquälen? Oh, Sonne geht ein bisschen weg. Aber dann quäle ich mich nicht mit ETS 2 durch und mit ATS, sondern muss ich halt auf was anderes umsteigen. Obwohl ich eigentlich den kompletten Moor gerade jetzt aufnehmen wollte, aber das ist dann wohl nicht mehr drin. Zwungenermaßen, dann weiß ich zumindest, weil ich den schon mal am Montag mache. Ich kann mich zumindest mal auf Montag vorbereiten. Dahingehend. Ja, durch die Sonneneinstrahlung kommt man schon wieder in Müdigkeit, setzt schon wieder ein, das ist ja super. Wie weit habe ich es noch? 252 Meilen, also puh, fast auch nichts erledigt, fast auch den ganzen gesamten Weg vor und mir. Weil das Gute ist, naja, nee, doch nicht, never mind, ich weiß nicht, was ich mache. Ich würde gerade sagen, das Gute ist, dass es dass das Game, was ich im nächsten Livestream zocken werde, dass das keine Nacht hat, wodurch ich eigentlich die ganze Zeit das, wo es halt egal ist, ob es Tag ist, ob Sonne scheint oder nicht, da halt keine Nacht dort in dem Game herrscht, aber ich weiß ja noch nicht, ob ich streame und welches Game es wird. Von daher. Es ist so schwer einzuschätzen, wenn man einfach, wenn die Augen einfach wehtun von der Belichtung von der Seite, die dann auch nur auf den Monitor komplett überblendet, der sowieso schon mit Helligkeit und Kontrast zugeballert ist. Und dann noch abzuschätzen, genau wo jetzt die, wo man jetzt am besten, wo, wie der Bremspunkt dann ist jetzt. Also aber das Angenehme ist, dass ich dann ab der nächsten Folge dann noch mit dem Mac Anthem fahren werde für eine lange Zeit. Wodurch ich dann halt erstmal drauf getrimmt bin, so gesehen, dass ich genau weiß, wo der Bremspunkt ist, wie das Bremsverhalten ist, wie das Lenkverhalten ist und so weiter und so fort. Aber da kann ich mich dann auch. Da kann ich dann keine Ausreden mehr dahingehend finden. Also wenn ich jetzt auf dem Monitor schauen würde, wo das Spiel ist, ne? Wo das Spiel drauf stattfindet. Das Einzige, was ich sehe, das Einzige, was ich erkenne, sind gerade die weißen Schilder. Aber nicht, ich erkenne nicht die Straße, ich erkenne nur die weißen Schilder und das Interieur. Das beleuchtete Interieur und das Navi. Mehr sehe ich nicht. Das beleuchtete Interieur, das Navi und wenn dann mal irgendwelche Speedlimit-Schilder sind. Ansonsten sehe ich nichts. Ich würde quasi ja in the Void fahren, wenn man so möchte. Na,
Krass, ich muss mir einfach für den Sommer mal einfallen lassen, dass ich die Fenster abdunkeln kann. Ich weiß nicht, ob da sogar einfach schon Gardinen reichen würden, dunkle Gardinen und nicht helle. Aber ja, wobei das man, es sollte halt dann auch allerdings eine Lösung her, die halt sowohl die Helligkeit als auch die, ja, die schweißtreibende Hitze im Sommer deine Riegel vorschiebt. 2-in-1 quasi. Lieber dann komplett beide Sachen in einem erschließen, als dann nur was Halbes zu machen. Kann ich endlich mal den Cruise Control anmachen, denn ich habe jetzt endlich mal hier die Geschwindigkeit drauf, diese 75 Miles per Hour. Ich glaube, ich habe noch ja, ein paar Mods sind jetzt noch geupdatet worden auf eine neuere Version, aber das seht ihr ja auch in der Mod-Datei, in dem Google Docs Dokument mit den Mods. Bei seht ihr nicht, also ihr seht ja immer nur die aktuellste Version der Mods so gesehen, also von daher der aktuelle Mod-Stand. Deswegen, ja, gab halt ein paar Mod-Updates von Jessicat, also von der AI, von der KI, um es nur deutsch zu sagen, dann von den Mexican Traffic Pack, vom irgendeinem anderen Pack, ich weiß schon nicht mehr welches es war, und von dem Trailers in Cargo Pack. Da gab es auch nochmal eine neuere Version. Ich denke, ich bin jetzt hier schon an dem Fahrzeug vorbei. Einfach mal wieder hier komplett no risk, no fun überholen hier. Weil ich einfach nichts sehe. Jetzt sind wir bei Retton. Das heißt, wir kommen zur Grenze. Also kommen zur Grenze. Runtergebremst. Ich bremse nochmal mit der Engine Brake hinterher. Boah, den runterkomme auf. Ja, ist ja gut. 67 Miles Power. Dann schalte die Cruise Control wieder ein und dann geht es weiter hier. War da ein Fahrzeug? Sah mal eher aus wie ein Fleck auf dem Monitor. Ah, es geht wieder bergauf. Hoppla. Man merkt, es wird langsam Tag. Jetzt bremst er hier vorne wieder ein bisschen ab. Und ich werde auch schon wieder ein bisschen schneller. Aber nur ein bisschen. Noch bin ich bei den 67 Miles per Hour. Aber ich hole jetzt langsam ein bisschen auf, weiter auf der Interstate 25. Jetzt setze ich wieder zum Überholen an, wo... Oh Gott. Wo es bergauf geht. Das ist natürlich auch wieder super, das Timing hier. Ja, ich habe ihn erkannt. Aber ich konnte nicht mehr ausweichen, weil... Der Motorradfahrer hätte ja schon mal nach rechts lenken können, ne? Crossing border, entering Colorado. Hätte er ja schon mal machen können.
Egal, 570 Dollar sind weg. Gab's ein Schach? Nee, es gab keinen Schaden an dem Trailer oder an der Fracht. Stay left. Hä? Boah, das ist kein Problem, ich fahre einfach geradeaus weiter. Bin zu weit, glaube ich. Ne, doch nicht. Und dann geht's weiter geradeaus weiter. Weiter geradeaus weiter, ja. Kann ich mir zwar schon wieder den nächsten Hügel hinauf, aber kann man nicht ändern. Schön, dass von hier kann jetzt gerade nichts kommen, weil die Straße gesperrt ist. Oder der Abschnitt der Straße gesperrt war. Aber man merkt so langsam, dass es halt wirklich Tag wird, weil ich auch wieder ein bisschen mehr sehe. Also auch auf dem Monitor, auf dem Monitor, wo gerade das Streamer so best ist. Was schon mal sehr gut ist. Also ich könnte prinzipiell noch was aufnehmen, aber ich glaube, ich lasse es halt wirklich lieber. Ich mache das dann eher vielleicht nochmal spontan am Morgen früh, aber ich wage zu bezweifeln, dass es passieren wird, weil ja, ein bisschen frühstücken, währenddessen noch ein oder andere Video gucken und dann ist es mittlerweile dann auch wahrscheinlich immer so spät, dass es dann nicht mehr passt mit aufnehmen, weil dann wieder die Sonneneinstrahlung zu hoch ist, aber es kann natürlich sein, dass die Sonneneinstrahlung, na, never mind. Ja. Sonneneinstrahlung wird auch den ganzen Tag hoch sein, weil es halt einfach 10 Sonnenstunden sein werden. Oder sollen werden. Wenn der Retarder wirklich runterbremst, dann ist es halt so. Da kann ich da auch nichts ändern. Schön mit dem Sonnenaufgang. Aber runter hier wieder mit der Geschwindigkeit. Oh Gott. Sind wir jetzt auch mittlerweile bei Pueblo. Ich bringe aber auch gleich mein Abladeort. War das Bus-Traffic? Nee, war auch nicht Bus-Traffic.
Vielleicht habe ich auch gar nichts vergessen, was nochmal geupdatet wurde. Das kann natürlich auch sein. Stay left. Das kann natürlich auch sein. Vespa gerade wieder gepflegt am Ausrasten. Hier bei Pueblo. Wieder ein Helikopter. Gott. Stay right. Okay, erst passt Dicke. Das. Ich hatte gerade Kurs verloren, wo jetzt die Brücke war. Ich dachte gerade, der Sonnenschutz, der Teil noch der Brücke ist. Hier noch nicht, aber gleich dann danach. Big Applaus, Big Applaus. Was meinst du, warum ich aushole? Du Genie. Wenn ich jetzt wieder hier stehe und nicht vorankomme. Vorwärts fahren. Da komme ich rum. Da brauche ich gar nicht gucken, da komme ich dicke rum. Die Frage, wo ich jetzt noch hin muss, auf andere Seite auf jeden Fall. Ich habe das Gefühl, ich bin verkehrt rum. Also da reinfahren müssen, okay, gut zu wissen. Schaffe ich das jetzt irgendwie hier durch? Nee. Muss ich wohl nochmal den Hof verlassen. Weil ich meine, ich komme, glaube ich, konnte ich nicht da wenden. Ich bin ganz unsicher. Oh, nee, das war, glaube ich, ein breiterer Hof. Ich probiere mal hier durchzufahren.
Könnte eng werden. Aber könnte auch passen. Aber ich muss trotzdem noch mal eine Ehrenrunde drehen. Weil ich jetzt hier nicht so gerade drauf komme, dass ich es abschließen kann. Aber die Ehrenrunde, die nehme ich einfach mal mit. Zumindest sehe ich jetzt auch wieder was. Das passt nicht. Ich wollte schon gerade sagen. Ja, wunderbar. Dann lade ich mal ab und kassiere das Geld. Damit bin ich dann 127.000. Das heißt, das Geld für den Mac Anthem ist auf jeden Fall drin. Den hole ich mir dann in dem nächsten Video. Und sogar noch ein neues Level, Level 8 ausgezeichnet. Goldstapler von Clovis nach Pueblo geliefert. Gefahrenstrecke 397 Meilen. 8 Stunden 42 habe ich benötigt. 75 Gallonen komplett glatt verbraucht. 17.606 Dollar gab es dafür und 1065 Erfahrungspunkte. Dementsprechend ein weiteres Level. Und ich gehe auf Fernfahrten. Rang 2. Lieferung bis zu 650 Meilen plus 10% höhere Vergütung. Für Lieferstrecken über 400 Meilen. Und ja, im nächsten Video, wie wir sehen können, 127.000. Im nächsten Video, wie gesagt, hole ich mir dann den Mac Anthem, den wir jetzt hier gerade noch im Rückgrund sehen, genau im Hintergrund sehen. Und fahre dann auch die erste Tour direkt mit dem. In dem Sinne bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und ich hoffe, ich sehe dich dann im nächsten American Truck Simulator Video wieder.